Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bundesregierung legt uns heute den Antrag auf Verlängerung des Unifil-Mandats vor. Ein wohlbegründeter, wohldurchdachter Antrag zu einem Einsatz, der seit vielen Jahren den Frieden in der Region stabilisiert. Und lieber Herr Gerke, es ist der linken Fraktion kein Argument zu dürftig, um fadenscheinige Gründe zu finden, sehr vernünftige Dinge wie zum Beispiel dieses Unifil-Mandat abzulehnen. Ich finde, das Argument, dass Deutschland sich beteiligt, allein die Tatsache, dass Israel diese deutsche Beteiligung zum Schutz dieses Landes außerordentlich schätzt, ist für mich Argument genug, dass wir mit einer deutschen Einheit an diesem Verband beteiligt sind. Gegenwärtig sind 135 Soldaten im Einsatz. Die Korvette Erfurt ist seit über 5 Monaten dort unterwegs. Sie darf am 11. Juni zurückverlegen an die Hohe Düne, wird dann abgelöst durch die Korvette Braunschweig. Wir sind mit unseren modernsten Einheiten dort in diesem Einsatz beteiligt und machen dort, wie ich finde, eine sehr wichtige und verantwortungsvolle Sache. Denn die Situation im Libanon ist ja nicht besser geworden durch den seit Jahren andauernden Bürgerkrieg in Syrien. Wir haben erstens eine hohe Zahl von Flüchtlingen in diesem Land. 30% der libanesischen Bevölkerung hat Flüchtlingshintergrund. Wir haben die Situation, dass natürlich auch im Grenzgebiet zu Syrien sicherlich die Gefahr, dass dort auf illegaler Weise Waffen den Besitzer wechseln, enorm zugenommen hat. Wir haben auch von außen weiteren Einfluss auf Kräfte, die terroristische Aktivitäten aus den Libanon heraus, zum Beispiel gegen Israel, vorbereiten könnten. Von daher ist dieser Einsatz, wie ich finde, nicht nur notwendig, sondern er ist geradezu wichtiger denn je. Ich möchte auch meinen Scheinwerfer lenken auf einen ganz wesentlichen Aspekt, nämlich den Aspekt, der eben gerade keine militärische Komponente ist, sondern die vermittelnde Funktion, die dieser UNIFIL-Einsatz leistet. 3-Parteien-Gespräche, bei denen zwischen Libanon und Israel Dinge im Vorfeld, vielleicht Kleinigkeiten, die aber sich zu großen Problemen auswachsen können, geklärt und bereinigt werden, ohne dass eine der beiden Seiten das an die große Glocke hängen muss. Es ist auch ein Mediationsbeitrag zum Frieden in der Region, der meines Erachtens nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Deutschland nimmt, wie bei allen Auslandseinsätzen, die wir machen, den Auftrag, der damit ergangen ist, in besonderer Weise ernst. Wir machen solide, wir machen gute Ausbildung von libanesischen Soldaten, Marinesoldaten, die dann zunehmend eben auch die Aufgaben des Schutzes der Küste selbst übernehmen müssen. 2 libanesische Offizieranwärter machen ihre Ausbildung an der Marineschule Mürwik, der schönsten Kaserne Europas, und werden dort im deutschen Maßstab zu Offizieren ausgebildet. Und ich kann Ihnen sagen aus der Erfahrung, dass diese Ausbildung an deutschen Offiziersschulen nicht nur bedeutet, dass deutsche Fertigkeiten dort vermittelt werden, sondern es wird auch ein Stück weit eine deutsche Werthaltung vermittelt, wie man Soldaten führt, wie man mit Soldaten umgeht, wie man in modernen Streitkräften Menschenführung gestaltet. Von daher glaube ich, ist das nicht zu unterschätzen, dass gerade auch die Bundeswehr mit ihrem modernen Ansatz, Streitkräfte zu betreiben, da auch ein Vorbild ist. Der Einsatz ist wichtig, er ist auch natürlich nicht ganz billig. Es sind eingestellt, wenn ich es richtig gesehen habe, 32,2 Millionen Euro für die Verlängerung des Mandats bis Juni. Wir werden dieses Mandat als CDU-CSU-Fraktion dann in den Ausschüssen sorgfältig beraten. Aber ich habe das sichere Gefühl, dass wir dem Antrag der Bundesregierung, lieber Herr Staatsminister, uneingeschränkt zustimmen können und dass wir angesichts der gegenwärtigen Situation diesem Antrag unsere Zustimmung nicht verweigern werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Agnieszka Ruger.